Stefan beim Lebenshof, Ralfi rettet, Minischwein, Teil 2. Da gehen wir rein, ich will wissen, was los ist. Außerdem hat es Mission RDV finanziert, dann will ich auch genau wissen, was da passiert ist. So, wer es noch nicht weiß, Stefan und Lea, Mitglieder bei Mission RDV. Na dann rettet doch jetzt mal ein Schwein, los. Freddy ist jetzt 4 Tage hier, hat sich gut eingelebt, oder Joa? Ja. Ja, hat sich gut zurechtgefunden. Und wir müssen jetzt dieses Paddock hier errichten, sodass die Rinder ihr Winterquartier haben. Ah, weil das war das Problem. Genau, die Schweine wurden gerettet. Dafür mussten die Rinder raus und die Rinder brauchten eine neue Unterkunft. Aha, okay, das habe ich mitgekriegt. Das kostet alles so unendlich viel Geld, ne? Lebenshöfe am Laufen zu halten, holy shit. Ich meine, ist ja auch logisch, ne? Du kannst ja keinen Profit aus den Tieren ziehen. So, aber die ganze Versorgung, die kostet ja dennoch Geld. Und da gibt es ja auch einen Verschleiß. Und je mehr Tiere du rettest, desto vernünftiger müssen die auch runtergebracht werden. Und gerade solche Ställe oder solche Anlagen, das geht so das geht so ins Geld, weil das Material in den letzten Monaten so viel teurer geworden ist. Insane. Drei muss es 14 Mal geben. Ich versuche den Plan zu verstehen. Einer hat den Plan, der Rest macht. Einer muss den Plan haben. Da ich zu Hause nichts zu sagen habe, Mann, hat sich das auch hier auf der Baustelle nicht. Und ich glaube mal, dass das Thema darum gehen würde, dass halt der MMA-Kämpfer wahrscheinlich nicht vegan leben wird und dass sich jetzt einige Menschen darüber aufregen, zu Recht, dass ja jemand, also Ist Maß man ein regt sich zu Maße? Recht darüber auf, dass er nicht vegan lebt. Aber die Kritik, die dann kommt, ist, dass er ja in diesem Moment nichts Gutes für die Tiere tun kann, da er ja ansonsten Tiere isst. Und ich glaube, dass gerade Oh, die die. Arbeit auf solchen Lebenshöfen, der ist vegan. Ah, okay, sehr gut. Dann will ich nichts gesagt haben. Aber grundsätzlich steht der Punkt trotzdem, dass es Menschen gibt, die im Tierschutz aktiv sind und nicht vegan leben. Diese Arbeit mit Tieren auf Lebenshöfen kann jedoch dazu führen, dass man einen sehr guten Entry bekommt in den Veganismus, weil eine der Strategien, warum unser Konsumverhalten überhaupt funktioniert, ist, dass wir komplett entfremdet sind von dem, was wir da konsumieren. Also niemand bekommt mit, was mit den Tieren passiert, niemand bekommt mit, was diese Tiere, die als Nutztiere gehalten werden, oder die als Nutztiere gehalten werden, so alles durchleben und was das eigentlich für bezaubernde Lebewesen sind. Und dann kriegt man da vielleicht so ein bisschen, da kickt dann die Empathie bei vielen, ne? Das ist die Eins. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, die Eins zusammenzuführen mit den Dreier-Elementen auf beiden Seiten. For the Animals. Er ist nicht vegan, sondern sagt immer, dass er sich pflanzlich ernährt. Eier zum Beispiel konsumiert er ab und an. Ja, ist verwirrend. Das ist so verwirrend, dass dieser Veganismusbegriff so verwaschen wird. Und das. Ja. Also, nee, wenn du Eier isst, lebst du nicht vegan. So, ganz einfach. Ist kein Von-Biss. Wow. Alter, Riesenbiest. Irgendwie ein bisschen größer als gedacht, oder? Ja, ja. Die haben das falsche Zelt geliefert. Das hat Stefan Pütz' Mutter auch gesagt. Wir können jetzt zweistöckig Kühe retten. Ja. Du musst jetzt hoch und das Ding verbinden, dass der Giebel steht und dann steht das erste Stückchen. Also nur mal so, ich werde ja auch ständig gefragt, ne, wo kann man mit anfassen, wo kann man mit helfen? Das sind halt so eine Orte, ne, hier Lebenshof Odenwald in dem Fall, wo man halt immer Leute braucht, die so mit anpacken und helfen. Du kannst nicht immer vom Schiff aufs illegale Wildererboot springen und die Leute ins Gefängnis bringen. Es ist halt manchmal auch einfach ein Zelt aufbauen, einen Stall ausmisten, eine Taube verbinden, Tiere füttern, whatever, ne? Also das ist eben genau der Punkt. Das Video ist aber nicht aktuell, oder? Nee, das ist schon so, das ist ein Tag alt schon. Wow. Ja gut. Sorry, dass ich euch mit so altem Scheiß hier konfrontiere.
Stefan auch hier mit Helm wieder, ne? Sicherheitskonform, ist ja klar. Du, Lea, wie macht dich dein Verlobter da oben? Er ist der Allerbeste. Und Stefan, wie fühlt es sich an, dass wir jetzt gleich fertig sind? Mega geil. Mission Freddy hat uns alle sehr berührt, weil jetzt hat Freddy ein neues Zuhause. Wir haben hier die Möglichkeit, die Rinder unterzubringen. Und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, im Namen von Mission Erde und Lebenshof Odenwald ist ein Spendenkonto eingerichtet worden für Freddy und die anderen Tiere natürlich, dass diese Mission erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Und ihr könnt unten in der Videobeschreibung draufklicken und spenden und das Ganze unterstützen. Max, kurze Frage. Wie motiviert bist du jetzt, die Plane drüber zu ziehen? Ey, Max Koga auch dabei. Mad Max Koga auch MMA-Urgestein. Krass, auch am Start. Okay. Ich bin sehr motiviert, mit den Schweinen und mit Ralf zu spielen. Das ist heute mein Part. Hallo, Ralf. Limited Edition. Da ist er, einer der besten Hunde der Welt. Oh, ein kleiner Zuckerhund. Ah, hier, ey, Alter, guck mal, hier auch Tina mit am Start, meine Finanzchefin bei Mission Erde e.V. Mhm. Kennt ihr schon, Tina Vogt. Ja, wie sollen wir das da rüberziehen? Hier mit. Mit Leas Bizeps. Ach, Ralfi, du geiler Hund. Und sowas musst du auch erstmal alles finanzieren, ne, von Leuten, Essen, dann die ganze, das Equipment, die Bude, also, ah, one try. Das hast du ja nicht einfach mal hinten rumliegen oder so. Ziehen jetzt das Zelt hier drüber und machen die Abdeckung sozusagen auf das Gerüst drauf. Hier, das sind Zurgurte, drüben ist die Plane gerollt. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Mir schließt sich der Videotitel noch nicht so ganz, um ganz transparent mit euch zu sein. Also Max, ich muss sagen, die letzten zwei Male, als du nicht dabei warst, hat es nicht so gut geklappt. Ist ja auch klar. Geil. Ich habe einen ersten Teil. Alter, dass es hier einen ersten Teil gibt, erschließt sich mir überhaupt nicht. Und ich wüsste auch nicht, wie ein erster Teil da jetzt irgendwie mehr Kontext bringen könnte. Also wirklich, manchmal... Ich möchte das alles nicht mehr lesen. So, wir haben jetzt mehrere Tage an dem Weidezelt hier gearbeitet. Es ist endlich fertig. Die Kühe sind auch schon runtergetrieben worden. Es hat jetzt auch mittlerweile minus 8 Grad. Es ist Schnee gefallen und es ist einfach oh, das perfekte Winterquartier mich mal für die Kühe. Es ist alles eingerichtet worden mit Paletten. Danke dir, Mann. Dass sie sich an dem Eisengestänge nicht verletzen können. Und ja, das ist eine viel bessere Option als unten im Stall. Sie haben hier viel mehr Raum zum Laufen. Es ist einfach perfekt geworden. Super geil, ey. Was sind Guck so mal, weil wir vorhin die Frage hatten, tolle Tiere, was sind Organisationen, die man unterstützen kann oder unterstützen sollte? Das sind halt genau die Menschen, die Tieren helfen, so ein Lebenshof der Tiere rettet, der Tieren ein Zuhause gibt, ohne sie auszubeuten und die immer mit den kleinsten möglichen Mitteln arbeiten müssen. Das ist das Problem an Lebenshöfen, also das Problem, das ich mit Lebenshöfen habe, ist, dass sie notwendig sind und dass ein Ende nicht in Sicht ist. Ihr müsst euch überlegen, dass wir, solange wir weiter Tiere ausbeuten und zur Ware machen, wird es immer mehr Tiere geben, die wie auch immer gerettet werden müssen. Je länger man im Tierschutz aktiv ist, desto mehr realisiert man, wie groß das Problem ist und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Tiere, die gerettet werden, kein Zuhause finden. Die können keinen Platz bekommen, weil du hast mehrere Probleme. Die meisten Lebenshöfe haben so um die 100 Tiere, plus, minus. Oh, und in vielen Fällen sehr viel plus. Und die haben Kapazitäten. Und diese Kapazitäten sind finanziell, weil sie haben entweder nicht mehr Platz oder nicht mehr, oder sie hätten noch Platz, aber sie haben nicht die Kohle. Weil diese Tiere müssen ja versorgt werden. Und dazu gehören Tierarztkosten, Nahrung, Unterschlupf, all das gehört dazu. Und wenn wir nicht aufhören, immer mehr neue Tiere zu züchten, die dann getötet werden oder gerettet werden müssen, ja, dann wird es auch irgendwann, also uns gehen die Lebenshöfe aus. Also wir haben bald keine Kapazitäten mehr für Lebenshöfe. Das ist
So, wir sind so kurz davor, dass wir einen Punkt erreichen, wo wir sagen, und ich glaube, der ist schon erreicht, also ich glaube, in vielen Fällen ist der schon erreicht, dass wir sagen, uns fehlt der Platz und uns fehlt die finanzielle Unterstützung von Lebenshöfen, um all die gerettelten Tiere unterbringen zu können. Ja, das ist, die Zucht muss aufhören. Das muss, wir müssen aufhören, Tiere zu essen. Das muss aufhören, so schnell wie möglich. Alles nur spendenfinanziert. Das sind halt die geilen Leute. Das sind echte Tierfreunde, das sind echte Kuhfreunde. Ja. Mega. Finde ich einfach nur geil. Und die Belastung, die seelische Belastung, die jede einzelne Person, die so einen Lebenshof betreibt oder da tätig ist, auf sich nehmen muss, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ihr seid tagtäglich mit dem gesamten Leid konfrontiert. Es ist so schlimm. Den. Aber mit steigender Aufklärung steigt doch sicher auch die Spendenbereitschaft, um sowas zu finanzieren, meinst du nicht? Es ist... Alter, du musst dir das so vorstellen. Je mehr Menschen sich für Tierschutz interessieren, desto mehr Tiere werden gerettet, was positiv ist, aber desto mehr Tiere brauchen auch Unterkunft. Also ich krieg jeden Tag, also das ist jetzt auch, das sind keine Zahlen, die irgendwie an den Haaren herbeigezogen sind, aber ich krieg in der Woche bestimmt 40 E-Mails von Menschen, die mich fragen, ob ich irgendwo einen Hof kenne, wo so und so viele Tiere untergebracht werden können. Das passiert jede Woche. Das ist mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, mal viel mehr. Das ist, Menschen retten Tiere und wissen nicht, wohin damit. Und die Lebenshöfe sind am Limit. So, das ist... Er fragt Minoc. Minoc kriegt wahrscheinlich, wie viel kriegst du so? Wie viele Hühner werden dir so angeboten? Was ja so, also so angeboten. Also es ist so, Menschen kriegen mit, dass du Tiere rettest, dass du Kontakt hast zu Menschen, die Lebenshöfe haben. Und dann kontaktieren die dich und sagen, ey, gibt keine Woche ohne. Ja, und das ist eben, that's the hustle, Alter. Und das, das ist jedes Mal ein Schlag ins Gesicht. Aber was für einer? Wenn du liest, da sind Tiere, die Unterkunft benötigen und du hast keine Chance, die irgendwie unterzubringen. Das ist, ja. Weil die, und jetzt kommt der richtige Kicker. Die meisten E-Mails, die man bekommt, sind inhaltlich so: Wir brauchen den Platz bis morgen, ansonsten werden die getötet. Das sind die E-Mails, die du bekommst. So, wir haben die Möglichkeit, die zu retten. Wenn wir das nicht tun, innerhalb von 24 Stunden, sind die tot. Das sind die Inhalte. Da finde ich alles nur geil dran. Guck doch mal. Da stehen die nicht auf Spaltenböden oder müssen im Scheißstall vom Kotschieber mit Saugentwöhnern und der ganzen Scheiße zu tun haben, im Milchkarussell mit vereiterten, whatever, you fucking name it. Das ist the real shit. So macht man Tierschutz, so behandelt man Tiere, finde ich einfach geil. Traumhaft, richtig gut. Mega schön. Und die pflegen Freundschaften, die sind Individuen, das finde ich so geil. Und guckt mal, wie der Joa da mit den Tieren umgeht. Und das ist ein echter Nutztier, Freund, Lebensmensch, der diesen Tieren ein echtes Zuhause gibt. Ja, weil er sie nicht nutzt. Das ist das. That's the difference. So, er nutzt sie nicht. Deswegen auch an der Stelle vielleicht Shoutout an meine Freunde von Vecdog. Vecdog ja schon lange Zeit jetzt hier Partner und noch sehr, sehr lange in Zukunft Partner. Alles, was irgendwie so darüber kommt, wird gespendet, geht in den Tierschutz. Und Vecdog hat mir, bevor ich den Vertrag unterschrieben habe, steht in den Bedingungen zur Partnerschaft steht drin, den Begriff Nutztiere nicht zu verwenden. Das kommt von Vecdog. Die sagen, wenn du mit uns verpartnert sein willst, dann benutzt du den Begriff Nutztiere nicht, weil es gibt keine Nutztiere. So, das sind Lebewesen, das sind Individuen und keine Nutztiere. Also wenn du mit uns verpartnert sein willst, dann benutzt du das nicht. Das finde ich höchst beachtlich. Mega, mega geil. So schön, ey. Und da ist er wieder, der fiese Kampfhund, der Tiere tötet und einfach nur lieb ist zu allen.
Voll geil, ey. Das sind die Minischweine. Die wurden gerettet. Zack. Leute, so geht man mit Tieren um. Und nicht anders. Man isst die nicht. Man geht genau so mit denen um. Man beutet die nicht aus. Man geht so mit denen um. Voll schön. Und das ist das Wichtige. Das Wichtige ist, dass ihr die Brücke im Kopf hinbekommt. Ihr müsst die Brücke im Kopf bauen. All das, was abgepackt und eingeschweißt im Supermarkt liegt und was dann ihr ultimativ auf euren Tellern landet, ist das. Das sind die. Das sind keine Schweinenackensteaks. Das sind herausgeschnittene Leichenteile aus einem Individuum. Ja? Das ist... Sobald man, wenn man die Verbindung im Kopf hat, dann hat man alles geschafft. Alles gerettete Tiere. Und Kühe sind, also gerade Kühe und auch Schweine sind große Hunde. Die haben genauso, und das ist noch nicht mal, das ist jetzt nicht so am Arsch oder aus dem Arsch gezogen oder so. Das ist halt beobachtet, das ist wissenschaftlich evident, das ist, da braucht man nur seine Augen, um zu wissen, dass das die Wahrheit ist. Man muss nur die Augen aufmachen. Die haben ein mindestens genauso großes Bedürfnis nach Nähe und Liebe und Zuwendung und nach Kuscheleinheiten. Das ist die Verbindung, die man zu einem, die man zu einer Kuh aufbauen kann oder zu einem Schwein oder zu einem Huhn oder zu einem Fuchs. All diese ausgebeuteten Tiere in der Industrie, all diese Lebewesen, denen wir tagtäglich das Leben nehmen, all diese Tiere können eine ähnlich starke Bindung, eine gleich starke Bindung zum Menschen, zu anderen Tieren, zu Artgenossen aufbauen, wie Hunde oder Katzen. Und bei denen haben wir begriffen, dass die zu schützen sind. Und wir müssen begreifen, dass auch diese Tiere geschützt werden müssen. Das ist unsere Verantwortung. Das ist absolut unsere Verantwortung. Mega. Ed Dekadent, weißt du, ob die Leute bei Vectog vegan sind? Weil bei Greenforce wurden die Mitarbeitenden mal gefragt. Bei Vectog sind alle Menschen, die bei Vectog arbeiten, sind vegan. Alle. Jeder einzelne Mensch, der bei Vectog arbeitet, lebt vegan. Jeder einzelne. Ja. Das war die erste Mission von Ralf. Und die arbeiten auch nur mit VeganerInnen. Also Vectog, ich sag immer... Die beiden Frauen, die Vectog gegründet haben in der Geschäftsführung, das sind Aktivisten und keine Kapitalisten. Die sind nicht da, um Geld zu verdienen. Die machen keine großen Profite. Die leben nicht in irgendwelchen Villen oder fahren dicke Mercedese. Alles Geld, was die machen, nehmen die, um ihr Produkt zu verbessern, um ihre Produktion zu verbessern und um unabhängig zu werden von der Großindustrie da draußen. Und der Rest wird gespendet. Ja. Die eine Geschäftsführerin von Vectog hat selber erst letztens eine Schafherde gerettet. Die lebt jetzt die Schafherde ist jetzt bei denen zu Hause und lebt da. Also, die sind, ja, das sind einfach Chats, Mann. Das ist, Vectog ist by far, by none, der beste Partner, den ich mir wünschen kann. Das ist eine Firma, die ich bedingungslos unterstütze. Absolut bedingungslos. So, die kriegen alles von mir. Gerettet. Ja, wir haben einiges geschafft. Und sehr erfolgreich. Und ich bin so stolz auf dich, Stefan und Lea. Mega, das habt ihr echt. Ich bezahle auch selber. Bei Vectog. Ich kriege alles von Vectog zugeschickt, was ich will. Ich kaufe da selber. Ich bestelle da selber. Einfach, weil ich es mir kaufen will. So, einfach, weil ich sage, da gehört mein Geld hin. So, ich nutze die Produkte ja selber. Meine Hunde sind verrückt nach den Vectog-Produkten und ich kaufe die auch selber. Ich lasse mir da nichts zuschenken. Ich will von denen kein Geld. Ich will von denen gar nichts. So, die sollen, die schicken mir ab und an, schicken die was kostenlos. Und dann sage ich immer, nee, muss nicht. Und immer, wenn ich was bestelle, sagen die, ey, sag uns so Bescheid und schicken mir das zu. Aber ich will, Vectog ist einfach. Echt gut gemacht, ey. Einen neuen Platz für Freddy, plus ein neues Winterquartier für die Kühe geschaffen. Es hat mega Spaß gemacht. Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, schaut unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr den Spendenlink zum Lebenshof Odenwald. Vielen lieben Dank, Joa. Es hat ja, so Bock gemacht. Es werden natürlich noch viele weitere Missionen mit Ralfi Rettet kommen. Es wird eine geile...
Wie geht man mit Menschen um, die keine Empathie Tieren gegenüber bevor haben? Bevor es wieder bis Samstagmorgen in die Klinik geht, meinen Prime hier lassen. Grüße Gemüse und danke Karl für alles. Gute Besserung. Was auch immer du hast, komm wieder auf die Beine. Wie geht man mit Tieren um, die keine Empathie Tieren gegenüber haben, beziehungsweise generell durch Leid, in Klammern Schlachtaufnahmen, nicht ausreichend getriggert werden, um den Schritt zum Veganismus zu gehen? Da muss man dann den Weg über Klimaschutz beziehungsweise die egozentrische Perspektive gehen. Oder kann man Empathie in diesem Umfang erlernen? Ja, kann man. Empathie kann man erlernen. Tama hat vor 2 Jahren noch hier gesessen und gesagt, das macht mir nichts, ich kann das gucken und kann dabei einen Döner essen und das macht gar nichts in mir. Mittlerweile ist Tama ein tierempathischer Mensch. Kann er mir auch erzählen, was er möchte. Kann er den ganzen Tag kann er dumm Unsinn erzählen. Aber Tama hat es gelernt, wie man mit Tieren umzugehen hat. Einfach durch den Kontakt mit Veganismus und mit Tierschutz hat er erlernt, dass das schützenswerte Lebewesen sind. Und mittlerweile glaube ich, kann ich mich mit Tama in Camouflage werfen und kann Schlachthäuser stürmen. Und das machst du ja nicht, wenn du nicht tierempathisch bist. Geile Serie werden. Oh ja. Und wisst ihr was? Ich bin so froh, dass ich diese 2 in meinem Team habe und dass ich diese ganze Scheiße nicht mehr alleine machen muss. Und dass ich 2 so tolle Menschen gefunden habe, die mir helfen und mich dabei unterstützen, genau das zu machen, ja, was ich eben so mache. Also hier, Better Place, einmal den Link. Mission Ralfi rettet. Also geplant waren 15.000 Euro, um die Kosten zu decken. Ihr habt aber fleißig gespendet. Guck mal, wir sind jetzt bei 18.000. Wir sind bei 18.600. Zwei Schweine, 15.000 Euro, um die Kosten zu decken. Und jetzt fragt euch, warum Lebenshilfe so schwer sind. Und das sind keine an den Haaren herbeigezogenen Zahlen oder was. Das ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, ey, das ist viel zu viel und die werden sich davon mit Sicherheit einen Mercedes kaufen oder eine Rolex oder so. Nee, das sind die Kosten, die auf denen sitzen bleiben. Das ist das, was bei denen sitzen bleibt, wenn die 2 Minischweine retten. 676,50. Wir haben den Bedarf mal auf 30.000 erhöht und damit kann der Lebenshof Odenwald, also das ist ein Projekt von uns, ne, Ralfi rettet. Auf Better Place gehen die Spenden ein, ihr kriegt auch direkt eine Spendenbescheinigung und dann geht das 1:1 rüber an den Lebenshof Odenwald und da werden dann die Schweine von gerettet, unterhalten, Tierarztkosten, Essen, Unterkunft, Leute von bis. Hallo, ich bin jemand, der keine Empathie für die Tiere hat. Naja, ich glaub dir das auch nicht. So, wenn du wirklich überhaupt keine Empathie für Tiere hast, dann bist du halt für mich jemand, der in eine Zelle eingesperrt werden muss. Ich glaube, dass Menschen, die sagen, dass sie keine Empathie Tieren gegenüber haben, Typen sind, die halt auf besonders harte Ficker machen wollen. Und das, ich glaube denen das nicht. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Und wenn es Menschen gibt, die keine Empathie haben, die Leid sehen auf dieser grausamen Ebene und danach sagen, nö, mir egal, die gehören weggesperrt, bei denen das wirklich so ist. Das sind Psychopathen und die gehören in eine Zelle. Die gehören nicht in unsere Gesellschaft. Das ist meine ehrliche, hundertprozentige Überzeugung. Mir ist auch Pathologisierung in dem Moment scheißegal. Mir ist auch Ferndiagnose in dem Moment scheißegal. Wenn du siehst, was diesen Tieren angetan wird und sagst, juckt mich nicht, dann gehörst du in eine Sperre. Dann gehörst du als Psychopath in eine Zelle. Die Kühe, die ihr gesehen habt, diese Aktion finanziert. Also nur so geht es halt. Das ist rein spendenfinanziert. Und ihr erinnert euch, im letzten Stream Schweinbock-Angriff hat das Ganze hier richtig voll gemacht. Und ich fände es schon cool, wenn danach eine 20 steht. Und wenn insgesamt irgendwann mal vielleicht 30.000 an den Lebenshof Odenwald gehen, da würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Und ihr seht, das ist, ne? Ich werde immer wieder gefragt, wem kann man spenden, wem kann man vertrauen? Hier seht ihr halt live, was mit der Kohle passiert und wo es hingeht. Und das finde ich einfach geil. So, rein da, spendet, haut da was rein. Ich aktualisiere gleich mal. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Lea und Stefan. Und ey, hier. Stefan hat heute in seiner Story gezeigt, ich habe es mir hier schon rausgesucht, Stefan hat jetzt einen eigenen neuen YouTube-Kanal, Ralfis Ranch bei Mission Erde e.V., wo er diese ganzen Rettungsmissionen zeigen wird. Guckt mal hier, Ralfis Ranch, ist noch nichts los, aber ich glaube, morgen kommt das erste Video. Also das heißt, wenn dieses Video online geht, habt ihr hier schon die ersten Videos drauf. Gleich mal hier, zack, abonnieren,
zack. Einfach mal abonnieren, dann verpasst ihr da nichts, was der Stefan da hochlädt. Da kommen die ganzen Rettungsmissionen. Ah, ist einfach geil. Ich finde das so beachtenswert, oh, dass diese Menschen hey Karl, ihr Leben hast so du deine rechte Socke an? Ich habe heute Socken an, wo rechts und links draufsteht, ja. Aufopfern. Und dann könnt ihr auch mal folgen. Wartet mal, ich zeige euch das gleich mal. Da könnt ihr auf Instagram auch mal reingehen. Da kriegt ihr dann bestimmt auch ordentliche Updates. Passt auf. Da lasst ihr auch mal ein bisschen eine kleine Follower-Einheit da beim Lebenshof Odenwald. Und lasst mal ein bisschen Liebe. Schickt dem Joa Berge ganz tolle Menschen sind das. Liebe für das, was er tut. Das ist einfach geil. Das ist ein echter Tierfreund, Leute. Mega cool. Ich glaube auch mittlerweile, also vor anderthalb, zwei Jahren noch hätte ich gesagt, dass die Konfrontation mit Dominion notwendig ist, um vegan zu leben. Mittlerweile weiß ich, dass das hier auch ausreichen kann. Also das hier ist schon, das hier ist ein, das zu sehen, wie Tiere, deren gesamte Existenz aus Ausbeutung, Leid und Schmerz besteht, aufgehen, blühen und leben und lieben und Freude haben, das reicht aus, um zu verstehen, dass irgendwas falsch ist auf diesem Planeten und dass wir da nicht mehr partizipieren dürfen. Das sind schützenswerte Individuen, die haben alle ihre eigenen Vorlieben, die haben alle ihre eigenen Ängste und Sorgen und die gehören geschützt von uns. So, wenn wir die Krone der Schöpfung sind, wenn wir diejenigen sind, die ganz oben an der Nahrungskette stehen, dann ist es unsere Aufgabe, diese Lebewesen zu schützen. Und nicht vegan leben ist nicht hinzunehmen, ist nicht akzeptabel. Das ist ein echter Tierfreund, Leute. Mega cool. Da wird einiges kommen. Alter, jetzt schon 19.173,50. Ich lasse den Stream so lange laufen, bis hier eine 20 steht. Ich sag's euch. Mach ich einfach so. So, ich setze euch ein bisschen unter Druck. Geil, finde ich super. Robert Mark Lehmann wird auch immer nicer. Ich glaube, mittlerweile lebt er auch komplett vegan und das ist halt einfach großartig, was er macht.